Ja Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Bolzen-Video hier auf meinem Kanal. Erst gestern habe ich ja für euch ein kleines Video bereitgestellt, wie man gezielter Gold farmen kann und habe auch darüber gesprochen, dass uns für den Monat Mai noch ein Update erwartet. Und was soll ich sagen, heute ist dieses Update schon erschienen und ich mache es wie gewohnt so, dass ich in diesem Video hier auf die wichtigsten Änderungen in diesem Update eingehe und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir starten direkt los. Und zwar hatte das Update mit der Versionsnummer 1.0.14 eine Größe von knapp 3 GB. Man kann also sehen, ist doch ein recht umfangreiches Update, in dem einiges gefixt wurde. Und wir fangen mal mit den allgemeinen Änderungen an. Da habe ich mir zwei prägnante Dinge rausgesucht. Zum einen wurde die Leistung in Dungeons verbessert und das wurde auch wirklich Zeit. Denn auch ich habe bei meinen letzten Expeditionsmissionen zum Beispiel gemerkt, ja, dass die Performance des Spiels stellenweise unter aller Würde war. Gerade wenn relativ viel auf dem Bildschirm los war, hatte ich stellenweise FPS-Einbrüche ja von meinen 60 Frames, mit denen ich spiele, auf 30 Frames. Und das war natürlich nicht schön. Also da sollte man auf jeden Fall nach diesem Update Verbesserungen bemerken. Und dann haben wir noch eine Fehlerbehebung, durch das man im Juwelierfenster Gegenstände duplizieren konnte. Auch das war natürlich so nicht vorgesehen und sollte auch mit diesem Update behoben sein. Dann haben wir eine Änderung, was die Expeditionen betrifft. Und da war es so, ja, dass diese Expeditionsportale sich manchmal nicht geöffnet haben, wenn man einen Boss getötet hat. Auch das ist ja schon ein Bug, der relativ lange im Spiel ist. Der sollte also jetzt behoben sein. Dann werfen wir einen Blick mal auf die Gameplay-Änderung. Da haben wir eigentlich so ziemlich die meisten Bugfixes von diesem Update. Und da ist es zum Beispiel so, dass ein Fehler behoben wurde, durch dass das Buff-Symbol Blut für Blut noch immer angezeigt wurde, obwohl dieser Buff schon abgelaufen war. Das sollte also jetzt gefixt sein. Ein Fehler wurde behoben in der Pforte der Schicksale, durch den der Schaden von beschworenen Monstern nicht richtig angewendet wurde. Bedeutet, die Kreaturen haben nicht den Schaden verursacht, den ihr im PSD geskillt habt. Dann haben wir eine Fehlerbehebung bei dem magischen Affix Ressourcenregenerierung. Und da war es zum Beispiel so, dass die Erzeugung von Wut und Willenskraft durch Fähigkeiten ja nicht verbessert wurde, sondern reduziert wurde. Und das war natürlich so nicht gewollt. Und auch das sollte, wie gesagt, mit diesem Update jetzt behoben sein. Dann haben wir noch eine Fehlerbehebung, durch das die Dauer von Statuseffekten nicht korrekt angezeigt wurden, sowohl im Charakterblatt als auch bei den Modifikatoren der aktiven Fähigkeiten. Auch das sollte nun gefixt sein, dass die Statuseffekte korrekt angezeigt werden. Und wir haben zum Beispiel noch eine Fehlerbehebung, ja, der verhinderte, dass die Buffdauer von Bollwerk der Morgenröte ordnungsgemäß aktualisiert wurde, wenn eine andere Instanz dieser Fähigkeit bereits aktiv war. Auch das sollte behoben worden sein. Dann haben wir ja einige Änderungen, die das Audio betreffen. Das habe ich jetzt mal allgemein zusammengefasst. Bedeutet, es wurden neue Audios für verschiedene Bereiche hinzugefügt. Wer das gerne nachlesen möchte, wie gesagt, ich packe für die kompletten Patch Notes nachher noch den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen und alles nachlesen. Dann haben wir natürlich auch wie immer ein paar Lokalisierungsaktualisierungen in diesem Update. Und wir haben noch ja Änderungen, was das Netzwerk betrifft. Auch da habe ich mal zwei Dinge rausgesucht. Zum einen wurde ein Fehler behoben, durch das es möglich war, eine unbegrenzte Anzahl von Charakteren zu erstellen. Auch das war natürlich so nicht vorgesehen und sollte behoben sein. Und manchmal war es nicht möglich, sich mit dem Online-Modus zu verbinden. Ja, wenn ein Fehler in der Freundesliste angezeigt wurde, auch das sollte mit diesem Update jetzt behoben sein. Das waren so ziemlich die wichtigsten Änderungen, die dieses Update umfasste. Und wie gesagt, für die kompletten Patchnotes packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte gerne auch den Daumen nach oben da für mich. Und wenn ihr möchtet, auch gerne diesen Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke. Denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich für euch hier zur Verfügung stelle. Und dann sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.